Crockpotch. Wusste ich's doch. Boah. Was soll die Scheiße denn? Alter. Uncool. So, Alter, Alter. Das war mega uncool von den Viechern. Zum Glück hört man die vorher. So. Crockpotch. Crockpot. Monster Meat. Noch irgendwas. Geht das? Nein. Charcoal will ich doch nicht reinzimmern. Twix. Cook. Na, 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 na. So, wir sehen jetzt was. Oh, Alter, Alter. Ich wollte ja nachgucken, genau. Brauchen wir hier irgendwo für Dapper West Rugged Yet Stylish. Flügel. Meat Effigy. Can restrict myself using science. Nö, dafür brauchen wir alles eigentlich keine Butterfly-Flügel. Butterfly-Flügel. Soweit ich das sehe. Pumpkin Lantern Spooky. Woher kriegt man Fireflies? Hä? Kann man die echt nur essen? Dann machen die bestimmt auch irgendwas Besonderes. 60, 57, wir probieren es einfach mal. Toll! Das hat die gar nichts gebracht. Mann, ist doch Kackies. Kackies, yes, yes, yes. Ja, Plant. Die Science Machine steht ein bisschen blöd. Muss man ehrlich zugestehen. Aber was soll's. Oh, schon wieder Tag. Was ich mir jetzt so frage, also was ich mich wirklich frage, was wollen wir denn noch großartig machen? Ich weiß es nicht. Was gibt's denn noch zu machen in diesem Spiel? Ich meine, wir haben jetzt ein dickes Lager aufgebaut, wir haben hier alles mögliche gemacht, pipapo. Was sollen wir denn noch machen? Research, 91, 100. Amulet, ja komm. 180. Mandrake. 100 gibt das? Alter Falter. Was bringt Charcoal? Und 3. Hier braucht irgendwo noch Honey. Wir müssen einfach mal gucken, was das so alles bringt, um zu forschen. Ich habe echt keine Ahnung, was wir hier noch großartig denn machen sollen. Okay. 97 haben wir jetzt. 5. 13. 21. 29. Aber es ist Crockpot. Klaps. Oh, ist aber jetzt auf 100. Turbo Farm Plot könnten wir erforschen. Tent könnten wir erforschen. Pumpkin Lantern. Werkzeuge, hier alles mögliche. Amulet, Panflute, Milk to Soothe Savage Beasts. Ich muss sagen, also eigentlich habe ich jetzt ziemlich viel gezeigt. Dann würde ich eigentlich echt schon fast gerne sagen wollen, würde ich dieses Let's Play beenden, weil ja, Rest hier noch erforschen und so. Weiß nicht, für mich hat es persönlich jetzt keinen Sinn, also ich habe eigentlich alles gemacht im Spiel, das, was ich jetzt noch erforschen kann, verbessert eigentlich nur meine Lebensdauer. Deswegen, also eigentlich haben wir alles gesehen im Spiel, wir haben die Schweine gesehen. Daraus eine Karotte bekommen? Cool. Wir haben die Schweine gesehen, wir haben alle Gegner gesehen. Wir haben uns eine Basis aufgebaut. Wir haben überlebt.
Wir haben viele schon gegessen. Wir haben viele schon gekocht. Wir haben vieles erforscht. Wir haben Kacke umhergetragen. Deswegen, was sieht's? Jetzt Brick Neck Speeds. Und ja. Ich wüsste halt echt nicht, was ich noch zeigen könnte. Klar, ich kann hier so weiter alles erforschen und aber das Ding ist einfach. Mir macht das keinen Spaß, jetzt von hier nach irgendwie da zu laufen und dann nach da und da und da. Weiß nicht, da vergeht mir viel Spaß. Wir haben echt eine beschissene Location jetzt einfach für unseren Platz teilweise. Hätten wir die da gemacht, wäre es wieder was anderes, aber allgemein, wir haben alles gesehen, ich habe alles gezeigt, wir haben alles gemacht, wir haben alles getan. Zumindest so gut wie. Was macht man denn da? Und jetzt hier die Schnauze. Ich muss sagen, das Spiel macht mir jetzt nicht so viel Spaß, dass ich sagen würde, okay, wir können auch stundenlang hier weiterspielen und dasselbe machen. Das, nee. Nicht so wirklich. Ist natürlich blöd, aber was soll man tun? Also ich finde, das Spiel hat irgendwie keine Langzeitmotivation. Also nicht wirklich. Nein, wir hätten fast den Vogel down gehabt. Weil, ja wie gesagt, ich weiß echt nicht mehr, was wir machen können, was wir machen sollen. Und es ist halt nichts Neues, nichts Herausforderndes mehr. Also, es wird immer nur simpler. Es gibt keine neuen Gegner, keine größeren Gegner, keine stärkeren Gegner. Oh, was ist denn da gerade gewachsen? Harvest Crop. Eggplant? Eggplant? Was ist denn ein Eggplant? Was hab ich gerade bekommen? Ratatouille. Was kochen wir bitte? It's getting late. I need to make a fire. Ja, wir haben gerade überhaupt gar nichts für ein Feuer. Das ist natürlich scheiße im Moment. Wir brauchen kurz mal die Axt. Ja. Ich meine, in Minecraft ist es wenigstens so, da kann man auch irgendwie in sein Haus bauen, da kann man noch weiter farmen, mehr Tools bauen, irgendwas mit Redstone machen. Ja. Da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Hier ist es, man kann sich ja nicht so ein eigenes Haus bauen oder so und dann die ganzen Nächte jedes Mal warten und. Weiß nicht. Das ist einfach nicht. So ein Spielprinzip, was mich jetzt gerade sehr doll antört. So, Feuer machen, können wir das kochen? Jo, können wir kochen. Braised Eggplant. Okay. Seeds haben wir auch gekocht, das haben wir auch gekocht, das haben wir auch gekocht, das haben wir auch gekocht. Und, das anpflanzen. Aber auch, dass alles so weit voneinander weg ist. Warum kann ich hier nichts planten? Ach, da ist schon was geplant, das habe ich gerade gleich gesehen. Weil es ist einfach so. Also wir sind jetzt hier. Für die Schweine müssen wir nach da. Zumindest für den Schweinegott. Für die Steine müssen wir nach da. Für die Biferlust müssen wir nach da. Für den Fischteich müssen wir nach da. Für die Bienen nach da. Das ist einfach so weit alles voneinander entfernt. Und es, nee. Weiß nicht. Klar, es gibt auch noch zwei Charaktere, die man zeigen könnte. Oh, das hat viel gebracht. Ist ja cool. Das Ding ist einfach auch, wenn mir das Spiel irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann wird es auch für euch nicht lustig, mir dabei die ganze Zeit zuzuhören, wie ich mich nur noch über alles beschwere. Country is ready for crafting and hobbying. Hobbying? Okay. Das Wege. Die kann man nicht kochen. Karotten kann man kochen. Kann man das auch nochmal kochen? Nee. Kann man das kochen? Ja, das kann man kochen. Damit
Seeds. Guck. Ja. Wir sehen sogar, wie Seedlings wachsen. Das sieht verkackt lustig aus. Ist das geil. Flup. Flup. Oh. Das Gras ist auch noch nicht gewachsen. Muss man das auch eventuell fertilizen? Also düngen. Ist ja ein Berrybush. I want more berries. Eat poop, stupid plant. Okay. Sagt es von wegen eat poop, stupid plant. Also, es ist ein Hinweis darauf, dass man es düngen muss. So, jetzt ist mal Tag und dann würde ich... Ich würde jetzt einfach mal sagen, damit ist das Let's Play beendet. Ich habe so gut wie alles gezeigt. Wir haben zwei verschiedene Charaktere gesehen. Wir haben auch eins der besseren Tools gesehen. Wir haben alles Mögliche gesehen und... Wir haben vieles getötet, vieles erforscht, vieles gemacht, viel erkundet und... Es ist ein schönes Spiel. Für mich ist die Langzeitmotivation irgendwie ein bisschen schleierhaft. Ich weiß nicht, was ich hier noch großartig machen soll. Und ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, damit ist das Let's Play beendet von Don't Starve. Es hat mich viel Spaß gemacht. Ich kann es jedem nur empfehlen. Vielleicht haben andere Leute daran mehr Spaß, hier irgendwie die ganze Zeit dasselbe zu machen. Ich nicht. Es werden ja immer neue Updates auch kommen, die sich bestimmt sehen lassen können. Aber für mich... Ja, mir macht es jetzt nicht so viel Spaß, dass ich noch 20, 30 Folgen raushauen könnte, deswegen beende ich das Let's Play jetzt einfach hier. Man sieht sich in einem anderen Projekt. Bis dahin verabschiede ich mich aber recht herzlich von euch. Bye, euer Kriegsbrei.